Hallo und herzlich willkommen zu meinem Beitrag Erfolg. Was ist für dich Erfolg? Und was ist Erfolg, den man dir gesagt hat, dass es Erfolg ist? Könnte sein, dass das nach einer einfachen Frage klingt, aber das ist nicht einfach. Denn wenn du da rausschaust in die Welt um dich herum, dann hat Erfolg ganz oft mit Dingen zu tun, die man irgendwie messen kann. Du musst nur an eine Arbeitsstelle gehen, dann wird dir sofort gesagt, was es bedeutet, Erfolg zu haben und wie man ihn messen kann. Manchmal hast du auch eine Beziehung und da signalisiert dir dein Partner, wann er findet, dass was erfolgreich geklappt hat und wann nicht. Also es gibt ganz viele, sagen wir, Messpunkte in deiner Welt außen herum, die dir sagen möchten, was Erfolg ist. Und wenn man noch nicht näher darüber nachgedacht hat, dann könnte das sein, dass man irgendwie einfach diese Messpunkte übernimmt. Wenn du auf dem Weg bist, dass du mehr du werden möchtest, dass du mehr in deinem eigenen Herzen sein möchtest, dass du mehr deinen persönlichen Lebensweg noch stärker gehen möchtest, dann ist es entscheidend, dass du die Kontrolle darüber hast, was du als Erfolg bezeichnest. Das ist wichtig deshalb, weil wenn du sie nicht hast, dann übernimmt die Welt außenrum die Vorgaben für Erfolg. Ich persönlich finde das sehr schön, weil wenn du sagst, ich hole alles, was mit Erfolg zu tun hat, als allererstes mal zu mir zurück und definiere das selber. Das ist unglaublich befreiend. Das ist so befreiend, weil du hast alle Ressourcen und Kräfte, die du nach außen gegeben hast, alle Fragezeichen, alle Beziehungen, in denen du dich unterordnest, alle Verhältnisse zu Eltern, Arbeitgebern, was auch immer da draußen ist, die holst du alle bezüglich ihrer Erfolgsvorgaben zu dir zurück. Sagst, das interessiert mich überhaupt nicht, was alle anderen sagen. Ich habe ein reines weißes Blatt. Vielleicht ist dieses Blatt in deinem Lebenstagebuch eine Doppelseite und auf das schreibst du, was ist für mich ganz persönlich Erfolg. Und jetzt könntest du eine ganz wilde Sammlung machen von großen und kleinen Dingen, von materiellen Dingen, wenn du magst, und von immateriellen Dingen, wenn du magst, die du persönlich als Erfolg betrachten würdest. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt Menschen, die sagen, Geld an sich ist für mich kein Erfolg, aber Wissen gewinnen, das ist ein Erfolg. Wenn ich was verstanden habe, das ist für mich ein Erfolg. Andere sagen, das mit dem Verstehen ist gar nicht so wichtig, aber wenn ich mein Herz öffnen kann, wenn ich jemanden lieben kann, ohne dass mir was geschieht, das ist für mich ein Erfolg. Jemand anders sagt, wenn mein Garten schön blüht und ich alles gut gemacht habe und ich sehe darauf, dass ich es gut gemacht habe, das ist für mich Erfolg. Das Wichtige dabei ist, dass es für dich persönlich Erfolg ist, dass du es aufschreiben, denken und aussprechen kannst. Das ist so wesentlich, weil immer wenn du das sagst, dann hört es die Welt. Die Welt wird hören, was du denkst und sagst, was für dich Erfolg ist, und sie wird darauf reagieren. Dann werden Menschen kommen, die dir bei deinem Erfolg helfen, wenn du ihn weißt, wenn du ihn aussprechen kannst, wenn du ihn formuliert hast. Was ist für dich persönlich Erfolg? Das ist eine Doppelseite wert. Schreib es dir in Ruhe auf. Mach dir deine persönlichen Gedanken darüber und versuche das aus dem Allgemeinen in was Konkretes zu bringen. Was Konkretes bedeutet, etwas, was du entweder sehen kannst, also in der Welt um dich herum, eben der schöne Garten, was Sichtbares, oder etwas, was du aussprechen, tun und erleben kannst. Also zum Beispiel eine Ausbildung. Eine Ausbildung kann man nicht sehen, so wie den Garten, aber du kannst sie tun und du kannst sie erleben. Was bedeutet für dich Erfolg im Tun und Erleben? Und es gibt noch das Dritte. Erfolg kann ein Gesamtzustand sein, wie du dich fühlen möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, der Zustand, nicht mehr gestresst zu sein, wäre für mich ein Erfolg. Auch das ist nicht im Außen sichtbar. Dafür musst du sogar noch nicht mal speziell jetzt was tun. Du brauchst dafür keine Ausbildung. Aber es ist ein wünschenswerter Lebenszustand, den du als Erfolg betrachtest. Also diese Kategorien, diese Richtungen kann dein persönlicher Erfolg haben. Es kann auch eine Mischung davon sein, was Materielles, was zu Erreichendes durch Handeln und ein Gesamtzustand, den du erreichen willst.
Schreib dir diese drei Kategorien auf und sammel mal darunter erstmal ganz wild, was dir dazu einfällt. Und dann, wenn du deine Sammlung komplett hast, weil dir nichts Neues mehr einfällt, wesentlich, dann versuch mal zu markieren, was das Allerwichtigste ist. Dann machst du vielleicht ein Häkchen hin und dann, was das Zweitwichtigste ist, machst du vielleicht einen Kreis hin. Das ist deswegen wichtig, weil oft sammelst du einfach viele Ideen und in der Sammlung sollst du ja noch nicht bewerten. In der Sammlung geht es nur darum, erstmal was auf dem Papier zu haben und dann kann es sein, dass 8 Dinge nur kurzfristig wichtig sind oder eigentlich gar nicht wichtig sind, aber 2, die sind wichtig. Die markierst du dir und wenn du darüber Klarheit hast, könntest du, wenn du magst, deine Doppelseite einmal umblättern und die Essenz des Herausgefundenen, was ist für mich Erfolg, auf eine Seite schreiben. Dann wirst du einen Sheet haben, eine Seite, was ist für mich Erfolg, die dann vielleicht nur noch 3 klare Punkte beinhaltet. Deine Lebenserfolgsseite. Die ist wie so ein kleines Plakat. Die kannst du dann auch noch verzieren und schmücken oder gestalten, wie immer du willst, damit du visuell ein Bild dazu kriegst. Vielleicht gibt es auch Cartoons, die man reinmachen kann. Wie auch immer, diese Seite könnte ein Bild werden vor deinem inneren Auge, was ist für mich Erfolg. So, jetzt hoffe ich, dass dir diese Tipps und dieser Weg, diese Struktur ein wenig geholfen hat in deiner Klarheit zum Thema Erfolg und ich wünsche dir ganz viel Freude und tolle Impulse beim Sammeln, beim Klarwerden und beim Sortieren des Erfolgsthemas.